Ich habe mir Ihre Geschichten in Ruhe angehört und ich muss Ihnen beipflichten, Sie haben sich wirklich, wirklich daneben benommen. Sagen Sie mir, Dr. de Hamry, warum haben Sie diese armen Kinder in den Selbstmord getrieben, statt ihnen zu helfen? Oh, entschuldigen Sie, Sie können nicht sprechen. Ich helfe Ihnen. Sie drückt zwei Finger in deine Halswunde und stopft für einen kurzen Moment einigermaßen die Blutung damit. Nun sprechen Sie schon, bevor ich es mir anders überlege. Ich wollte Macht über sie. Ist ein wunderbares Gefühl, oder nicht, wenn man den Lebensfaden eines anderen Menschen zwischen seinen eigenen Fingern hält und es mit einem kleinen, kleinen Twist, sie dreht einmal die beiden Finger in deiner Halswunde, beenden könnte? Großartiges Gefühl, nicht wahr? Es war wundervoll. Sehr gut, sehr gut. Sie wissen also, wie es sich anfühlt, ein Leben zu nehmen. Bisher sind Sie nicht selbsttätig geworden, Dr. Lee Hamry. Das muss sich jetzt ändern. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Dies ist eine ziemlich böse Wunde, die Dermentine da geschossen hat. Sie werden verbluten, wenn Sie nicht bald in ein Krankenhaus kommen. Aber Sie können mein Purgatorium nicht verlassen, wissen Sie, bevor ich Sie nicht gehen lasse. Und ich lasse Sie erst gehen, wenn Sie Franklin töten. Haben Sie das verstanden, Doktor? Ja. Sollte es Ihnen nicht gelingen, dann werde ich die Kinder nicht länger zurückpfeifen. Dann werde ich Ihnen geben, wonach Sie verlangen und was Ihnen rechtmäßig zusteht. Haben Sie das verstanden, Doktor? Ich tue alles, was Sie wollen. Gut, dann töten Sie Franklin und tun Sie es schnell und immer schön Druck auf die Wunde halten, dann zieht sie die Finger weg und du spürst sofort wieder einen Schwall Blut rausspritzen. Boah. Dann wird dir schwarz vor Augen. Felix. Felix, du gehst durch die Tür und du stehst plötzlich in einer Küche. In einem Esszimmer ist es warm. Im Radio dudelt christliche Musik. Ein Gospelchor singt dort Glory, Glory, Halleluja. Es duftet wunderbar hier. Es duftet nach Braten. Und du hörst geschäftiges Treiben aus der Küche. Am Esstisch sitzt ein kleines, blasses Mädchen und spielt ungeduldig mit dem Besteck. In der Küche steht eine Frau, den Rücken dir zugewandt. Mit einem altmodischen Kopftuch und einer altmodischen Schürze über einem marineblauen Kleid. Setz dich, Felix. Das Essen ist gleich fertig. Ja, ich setze mich an den Tisch. Hör mal, Felix, mein Junge. Lydia hier hat mir erzählt, was du getan hast, dass du sie überfahren und getötet hast. Das war mit Sicherheit ein Unfall, oder? Das hast du doch nicht gewollt. Du bist doch kein böser Junge. Natürlich war es ein Unfall. Was läuft dir auch nachts über die Straße? Ja, tragisch, nicht wahr? Wahrscheinlich nur von zu Hause weggelaufen. Ein elendes kleines Leben. Die Eltern Junkies. Widerliche. Die Mutter eine widerliche Hure. Der Vater, ein Drogenjunkie. So etwas dulden wir nicht in unserem Haus. Nicht wahr, Lydia? Wir dulden sowas nicht in unserem Haus. Keine dreckigen Prostituierten, keine widerlichen Drogenabhängigen und erst recht keine Alkoholiker. Sie dreht sich um. Eine gewaltige, imposante Frauengestalt, die da vor dir aufragt, wagst es kaum den Blick zu erheben, knallt einen ziemlich heftigen Braten auf den Tisch. Wir dulden so etwas nicht hier zu Tisch, Felix. Hast du das verstanden? Ich möchte, dass du dich bei Lydia entschuldigst. Lydia, es tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Ich war mit den Kollegen unterwegs.
Wir hatten was zu feiern. Stimmt dich das zufrieden, Kleines? Lydia schüttelt nur den Kopf und schaut hungrig von dem Braten zu Felix, zu dem Braten zu Felix. Ich glaube nicht, dass Lydia so eine Entschuldigung ausreicht, mein Junge. Du wirst schon ein bisschen mehr tun, um dich von deinen Sünden reinwaschen zu können. Ich würde aufstehen, zu Lydia gehen, mich vor ihr hinknien und sagen, Lydia, was kann ich tun, damit du mir das verzeihst? All die Nächte, die ich nicht schlafen konnte. Nun, Lydia geht es gut hier bei mir im Haus. Endlich wieder eine kleine Tochter hier bei mir, die sich gut und artig aufführt. Nicht wahr, Lydia? Sie hat dich gerade noch mit einem hasserfüllten Blick angeschaut, aber als Martha sie anspricht, kuscht sie sofort zusammen und wird ganz still und schüttelt mit dem Kopf. Ja, Mami. Sehr gut. Sehr gut. Felix. In letzter Zeit waren meine Kinder alle sehr unartig. Lisa habe ich schon bestraft. Und Lydia hier war so frei, ihren Platz einzunehmen. Dafür möchte ich dir danken, Felix, dass du sie in mein Leben gebracht und sie mir vorgestellt hast. Das hast du sehr gut gemacht. Aber es ist noch ein Platz frei an unserer Tafel hier und ich möchte, dass mein Sohn diesen Platz wieder einnimmt, Felix. Hast du verstanden, was ich meine? Sie sind Mrs. Mills. Das bin ich, aber du kannst mich Mutter nennen. Mrs. Mills. Lydia ist nicht ihre Tochter. Das weiß ich. Das weiß ich. Meine Tochter war ein ungehöriges kleines Gehör und ich habe sie dafür bestraft, dass sie mich verlassen hat. Und jetzt werde ich auch Franklin bestrafen. Und du wirst mir dabei helfen, Felix, denn sonst wirst du seinen Platz einnehmen. Hast du das verstanden? Ich bin sehr unschlüssig der Situation und guck sie groß an. Dein Blick gleitet langsam an ihrem Schurz nach oben. Die zugeknöpfte Bluse, die Perlenohrringe, die Perlenkette am Hals. Du schaust in dieses strafende, altmodisch geschminkte, strenge Gesicht. Du siehst das Kruzifix an ihrem Hals baumeln. Felix, mein Junge, es ist doch nicht so schwer. An meiner Tafel sind drei Plätze gedeckt. Einer für mich, einer für meine Tochter und einer für meinen Sohn. Du wirst entscheiden, wer den dritten Platz einnimmt. Ist dir das klar? Du wirst Franklin für mich töten und du wirst ihn hierher bringen. Und dann lasse ich dich gehen und Lydia wird dir verzeihen und... Wenn du artig bist und dich benimmst, dann gebe ich dir William. Ich greife automatisch in die Tasche, wo immer der Flachmann war, die ja jetzt leer ist, und sag, wo ist William? Plötzlich packt ein gewaltiger Arm über den Tisch, packt dich am Hals und reißt dich in die Höhe. Es ist plötzlich so, als würde Martha den ganzen Raum einnehmen, als wäre sie doppelt so groß wie du. Und sie packt dich mit Leichtigkeit, mit einer Hand am Hals und reißt dich in die Höhe. Junge, ich habe dir gesagt, ich dulde keinen Alkoholismus in meinem Haus. Dann siehst du ein Messer, ein Hackbeil, das sie in der linken Hand hochhebt und langsam gegen deinen Arm presst, indem du deinen Flachmann hältst und dann mit einem gewaltigen Rucken einmal über deine Schulter drüber fährt. Endure Injury.
Die Klinge fährt in deine Schulter hinein, sie fährt über deinen Brustkorb, fährt an deinem Körper runter, über den Arm. Du lässt deinen Flachmann fallen. Für einen Moment bist du von Schmerzen überflutet, aber dann reißt du dich zusammen und kommst zu dir, ohne dass diese gewaltige Verletzung tatsächlich dir geschadet zu haben scheint. Blickst du ihr in die Augen? Ah, sehr kleiner Bursche. Franklin für William. Franklin für William. Das ist der Deal. Oder du und William bleiben hier bei mir. Dann hole ich jetzt Franklin. Sehr gut. Sie zieht dich einmal zu sich hin, gibt dir einen fetten Schmatzer auf die Stirn und stößt dich dann von sich. Du segelst einmal über den Küchentisch und fällst einfach rückwärts aus dem Raum heraus. Kopfüber stürzt du einen Abgrund hinab in eine schwarze Brühe und klatscht dort wieder im Wasser auf. Dann würde ich mich aufrappeln und alles ausfusten und mich umschauen, wo ich jetzt gelandet bin. Du bist wieder in dem Maschinenraum. Joshua! Du bist durch die Tür gegangen, du hast die Pantoffeln an. Du hörst geschäftiges Treiben aus der Küche und du hörst Musik aus dem Wohnzimmer kommen. Ja, dann werde ich erst einmal einen Weg in die Küche wählen, um zu schauen, ob dort gerade jemand kocht. Da kocht jemand und die Person hat den Rücken dir zugewandt. Ja, dann lasse ich sie da erstmal stehen und schau, ob vielleicht sogar mein Vater da ist. Die Frau in der Küche hackt frenetisch auf einem Hackblock irgendetwas klein. Deinen Vater findest du nicht, aber du hörst eine vertraute Stimme. Joshi! Joshi! Ich bin im Wohnzimmer, mein Junge! Ja, dann lasse ich die Person in der Küche einfach mal stehen und gehe direkt in Richtung des Wohnzimmers. Joshi, ach, mein gut aussehender, brillanter Junge. Komm, läufst du deiner Mutter Gesellschaft? Ja, ich gehe ohne eine Miene zu verziehen erstmal in Richtung des Grammophons, um die Nadel abzuheben, damit die Musik ausgeht. Oh, Joshi, also wirklich, ich mag dieses Lied so sehr. Musste das sein? Laura, ich hab dir schon gesagt, dass ich dich nicht mehr liebe. Joshi, was redest du denn da? Nenn mich doch nicht Laura, nenn mich Mama. Du hast Vater getötet. Was redest du denn da? Bisschen verzerrt. Du hast mich fast getötet. Mit deiner Depression. Joshi, rede keinen Unsinn. Schenk deiner Mutter nochmal ein Glas Wein nach, bitte. Dann trete ich heran. Nehme die Weinflasche, allerdings nicht zum Einschenken, sondern würde mit dem vollen, nicht mit dem Hals, sondern eben mit dem bauchigen Ansatz, würde ich erstmal die Rotweingläser vom Tisch pfeffern. Joshi, also wirklich, was machst du denn? Wir sind doch hier nicht zu Hause, das wird Martha nicht gefallen. Martha hackt also. Ja, sie hat mich hier auf sich genommen, nachdem du mich verstoßen hast, du undankbarer kleiner Bastard! Hab ich mir schon gedacht. Undankbarer kleiner Bastard. Hättest du doch nur etwas durchgehalten. Ich war fast fertig mit dem Studium. Aber nein, ich hätte uns beide ernähren können. Glaubst du, mir hat Vater nicht gefehlt? Du hast gar keine Ahnung, was es bedeutet hat, deinen wundervollen Vater zu verlieren. Ich hatte nichts, gar nichts. Du hattest wenigstens dein verdammtes Studium und deine Karriere. Du hattest die Kontakte deines Vaters. Du hast eine goldene Zukunft und ich hatte gar nichts, nur die Flasche. Und ich hab sie benutzt. Verdammt nochmal. Was glaubst du denn, was ich da tue? Glaubst du, dass ich zum Spaß Anwalt in... Glaubst du, dass ich zum Spaß hierher gezogen bin in diese stinkende, verlotterte Stadt?
Ich habe das getan, um uns zu retten, um uns aus diesem Sumpf zu ziehen, die Wurzeln von meinem Vater weiter zu benutzen, um ihn zu ehren. Und was hast du getan? Du hast ihn in den Dreck getreten. Sein Opfer war vollkommen umsonst. Du hast dich im Alkoholismus gesuhlt, in der Depression. Und es ging nur um dich. Du hast nicht gesehen, wie ich gelitten habe. Sie schürzt die Lippen und blickt dir fest in die Augen. Eine Träne kullert über ihre Wangen. Weißt du was? Ich bin froh. Ich bin froh, dass ich dir vorher noch sagen konnte, dass ich dich nicht mehr liebe. Und dass ich dann am nächsten Tage deine Kotze aus deinem Mundwinkel weggemacht habe. Sie atmet tief durch, dann schaut sie dich fest im Blick an. Ich habe die letzten 3 Pillen noch behalten. Hier, nimm sie. Du hast recht, Joshi. Du hast völlig recht. Ich hab's nicht ertragen, dass dein Vater gestorben ist, und ich habe es an dir ausgelassen. Ich habe dir zu viel aufgebürdet. Aber du hast das gut gemacht. Du hast das gut gemacht, Joshi. Du hast dein Studium beendet und du hast die Kontakte deines Vaters genutzt und du hast die Stelle in Detroit angenommen. Und jetzt möchtest du den kleinen William finden. Und du hast recht, es wäre ein großartiger Start in eine politische Karriere. Du könntest Senator werden. Oder, mich interessiert oder William nicht. Der 9-Jährige ist tot und er kann das auch bleiben. Glaubst du, wir finden ihn nach 3 Monaten? Alles, was mich interessiert, ist einfach nur, dass wir diesen verschissenen Franklin Mills einsperren. Das ist so sicher. Aber Joshua, du hast, glaube ich, nicht ganz verstanden, worum es hier geht. Es geht nicht um Franklin Mills. Franklin war ein böser Junge, nicht so wie du, kein gehorsamer Junge, der sich um seine Mutter kümmert und ihr in der schwersten Stunde den rechten Weg zeigt. Joshi, hör mir doch zu. Ich habe mit Martha gesprochen. Ich habe mit Martha gesprochen und sie sagt, du kannst William immer noch haben, wenn du ihn willst. Wenn wir nach 3 Monaten William aus diesem Schiff rausziehen, dann ist es mir fast egal, was mit Franklin passiert. Nicht aus dem Schiff, Joshi. Hier aus dem Haus. Er war hier die ganze Zeit. Martha hat auf ihn Acht gegeben, so wie sie auf mich Acht gegeben hat. Und was willst du dafür? Was will sie dafür? Du musst mir einen Gefallen tun und du musst ihr einen Gefallen tun und du musst jemanden bestrafen, der nicht gut war, und du musst es diesmal wie ein richtiger Mann machen, Joshi, verstehst du? Wie ein richtiger Mann. Dann greift sie neben sich ins Sofa hinter ein Sitzkissen und zieht einen Hammer heraus und reicht dir den Hammer. Hör mal, Joshi. Franklin war ein böser Junge. Du bist ein guter Junge. Martha möchte ihren Sohn zurückhaben und du musst ihn ihr zurückgeben. Aber ich muss sicher sein, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Joshi, Pillen, wirklich. Pillen sind nicht das richtige Mittel. Nimm den Hammer. Ja, Joshi? Dann erhebt sie sich langsam aus dem Sessel, macht eine halbe Drehung, geht auf die Knie, nimmt die Haare zur Seite, legt ihren Kopf auf den von dir abgeräumten Beistelltisch. Es ist ganz einfach, Joshi. Du musst dich nur zu dir selbst bekennen, zu dem, was du willst, und du musst es dir nehmen, mit aller Entschlossenheit, und dann bekommst du es auch. Dann bekommst du alles, was du willst, Joshi. Wo ist mein Vater? Sie legt den Kopf nochmal ein bisschen schräg und schaut zu dir hoch. Was meinst du? Ist er auch hier irgendwo? Kann ich mit ihm reden? Dein Vater war ein guter Mann. Er ist im Himmel. Wo du niemals sein wirst. Und dann nehme ich den Hammer und zerschmettere ihre Schläfen. Du schlägst einmal zu und der erste Schlag zertrümmert ihren Schädel. Der Hammer steckt bis zum Anschlag in ihr drin und es
braucht tatsächlich eine gewaltige Kraftanstrengung, um ihn wieder rauszuziehen. Und wenn du ihn rausziehst, spritzt das Blut an dir hoch und die Gehirnpartikel bleiben an dir kleben. Schlägst du nochmal zu? Ich wende mich kurz ab. Versuch nochmal diesen Würgereflex zu unterdrücken für Papa und schlag noch ein zweites Mal zu. Schlägst noch ein zweites Mal zu und zertrümmerst jetzt ihre ganze obere Schädeldecke. Da hängt nur noch der halbe Kopf auf dem Serviertisch. Der Körper sinkt an der Seite zusammen. Der Kopf liegt noch so halb auf dem Tisch. Schlägst du nochmal zu? Nee, ich nehme dann, begutachte den Hammer, wisch den so ein bisschen an ihrer Schürze oder an ihrer Kleidung, wisch den so ein bisschen trocken und gehe dann in Richtung Küche. Küchentür aufdrücken. Ich tue es. Sie wendet sich nicht zu dir um. Sie verschwendet keine Zeit. Gut, Joshi, mach das. Tu es. Tu es und William gehört dir. Dann ziehe ich mir die Puschen wieder aus und gehe aus dem Hausflur wieder in Richtung Tür nach draußen. Gut. Du schließt hinter dir die Tür und drehst dich um. Du hast den Hammer noch in der Hand. Schließt die Tür, dreht sich um und du stehst wieder im Maschinenraum. Aiden, du kommst langsam wieder zu dir. Es ist schwarz um dich rum. Der verfluchte Typ, der verfluchte Franklin Mills ist abgehauen. Dieser elende kleine Scheißer hat sich einfach verpisst, hat dich niedergeschlagen, ist abgehauen. Du musst ihn finden, du musst ihn dringend finden. Stöhnt, zieht sich in Treppengeländer hoch, schaut sich um, ob er, ihn erst irgendwo sieht, oder dann schließt er die Augen und lauscht, ob er irgendwo Schritte hört, irgendwelches Klirren von den Handschellen, oder ob er irgendwo gegenkommt und versucht sich erst zu orientieren. Du musst dich völlig auf dein Gehör verlassen. Du hast das Gefühl, dass du in einem langen, langen, stählernen Gang stehst. Du siehst noch so halb im Halblicht von Lichtern, die über diesen Türen angebracht sind. Siehst du im Gang immer wieder rechts und links Stahlschots, die aus dem Gang wegführen, aber ansonsten ist hier unten kein Licht. Du tastest nach deinem Handy. Auch dein Handy ist verschwunden. Was dir hier hauptsächlich Orientierung verschafft, sind Geräusche. Das Hämmern und Stöhnen von einem gewaltigen Maschinenkörper. Irgendwo am Ende des Ganges. Es stampft und es stöhnt. Es klackert. Das ist die einzige Orientierung, die du hast. Er schaut sich auch noch nach irgendwelchen Gegenständen, die er als Waffe nutzen kann, um irgendwie auch eine Eisenstange, irgendwas, was er greifen kann und mit dem er diesen verfluchten Franklin Mills den Schädel einschlagen kann. Du findest eine abgebrochene Eisenstange. Noch etwas taumelnd geht auf diese Stange zu, packt sie mit der rechten Hand, presst, greift so fest zu, als wolle er vermeintliche Flüssigkeit aus diesem Metall noch rauspressen, und dann geht er den Gang entlang, die einzige Richtung, die er jetzt hat, und versucht seine Schritte zu beschreiten. Du schleppst dich den Gang entlang, rechts und links liegen die Stahlschotts, aber sie sind alle verschlossen, bis ein weiteres Stahlschott in dein Blickfeld kommt und du stolperst darauf zu. Du siehst jemanden am Ende des Ganges, aber du kannst außer der Silhouette kaum was ausmachen, aber es scheint dir, als würde die Person versuchen, sich Zutritt zu dem Maschinenraum zu verschaffen, als würde sie versuchen, dort ins Schiff tiefer hinein zu gelangen. Du gerätst ins Stolpern, du fällst auf die Knie und vor dir glitzert plötzlich etwas in einer Pfütze Maschinenöl. Ist es deine Dienstwaffe? Er lässt die Metallstange fallen, greift nach der Waffe und hebt sie erstmal mit beiden
geht er unter diese Waffe. Als könnte er nicht glauben, dass sie, der Gegenstand der real ist und hebt sie oder will sie aus dem Wasser heben, wie in so einer Art Sieb, und gucken, ob das nicht nur so eine Täuschung ist, die jetzt quasi zwischen seinen Händen mit dem Wasser oder mit diesem brackigen Ölwasser dann auf dem Boden bleibt. Es ist deine Waffe, du hältst sie in den Händen und du kannst eine Sicherheitsüberprüfung durchführen und du siehst, dass sie geladen ist. Du hast dich so nackt gefühlt ohne diese Waffe und jetzt hat sie plötzlich ihren Weg zu dir zurückgefunden. Sie lächeln und spielt auf einmal das Gesicht und die Mundwinkel von Aiden und er fängt lautlos an zu lachen, steht dann auf und nimmt die Waffe in die eine Hand, guckt nochmal auf die Eisenstange, schaut grinsend nach vorne und atmet einmal durch, geht weiter. Jetzt ist er wieder vollständig. Da ist immer noch diese Silhouette. Das muss er sein, das muss Franklin Mills sein, oder? Er versucht zu entkommen, er versucht sich da einen Ausgang frei zu schaffen. Er scheint verzweifelt, er blickt immer wieder in deine Richtung. Er sieht, wie du dich ihm näherst mit der erhobenen Waffe. Er wird völlig panisch. Schart mit beiden Händen an dem Metallschott. Nils! Guck mich an!